Ja, die Bialetti funktioniert nach dem Dampfprinzip. Das heißt, unten kommt Wasser rein, wird erhitzt und durch den Wasserdampf wird dann quasi der Kaffee, der sich hier im Siebbehälter befindet, in die Maschine gedrückt. Der Vorteil bei der Maschine ist, man kann sowohl Espresso machen als auch leckeren Cappuccino. Ja, Problem bei der Bialetti Mukka, das muss man ganz klar sagen, die gibt es nicht mehr offiziell vom Hersteller. Wir hatten noch Glück, es gibt auch noch einige Restbestände bei dem großen A und auch bei dem großen Auktionshaus mit E. Und auch noch bei einigen freien Händlern könnt ihr die noch bekommen zu den unterschiedlichsten Preisen. Liegt so irgendwo zwischen 60 und 90 Euro, je nachdem, ja, wo man sie gerade noch findet. Es gab auch mal eine Luxusvariante aus Glas, auch die bekommt ihr auch noch teilweise im Handel. Also, wer Interesse dran hat, beeilt euch. Ja, auseinandergebaut wird die Mukka, indem man einfach ganz leicht entgegen dem Uhrzeigersinn dreht. Dann haben wir hier den Siebeinsatz für den Kaffee und hier oben haben wir die Dampfdüse für den Milchaufschäumer. Auch alles mit einem ganz leichten Handgriff rauszunehmen, im Normalfall. So leicht geht das. Ja, und ihr seht, das ist schon die Besonderheit bei der Mukka, ne? Also die hat tatsächlich einen eingebauten Cappuccinatore. Das ist also nicht wie bei einer normalen Bialetti, wie man die ganz normal kennt, diese silbernen Drehcappuccino oder Espresso-Kannen. Hier kann wirklich Milch auch aufgeschäumt werden. Ja, auf besonderem Wunsch gehen wir auch der Frage heute nach, was schäumt besser? Normale Milch oder laktosefreie Milch? Ja, also an der Stelle Gruß an die Beate. Wir haben deine Anregung aufgenommen und das werden wir jetzt auch testen. Aber zunächst mal mit ganz normaler Haarmilch. Ja, das habt ihr jetzt schon in unserem allerersten Elsass-Video gesehen, wie dieses Ding befüllt wird. Ne? Ganz normal wie bei jeder anderen Maschine auch. Ja, der Messbecher hat zwei Skalierungen. Einmal für Gasbetrieb und einmal für Normalbetrieb. Ich nehme an, dann auf einer Herdplatte oder Induktion. Das heißt, wir nehmen hier Gas, ne? Ja. Wir nehmen hier Gas, das heißt, wir haben etwas weniger Wasser, weil es offensichtlich schneller zu dampfen anfängt. So, ich habe mir jetzt auch Mühe gegeben, Milch zu kaufen, die im Fleck Kuhfleckmuster auch dazu passt. Leider hat es mit den Farben nicht ganz funktioniert, aber ja, danke an die Firma Penny. In der Mukka ist eine Markierung, wenn man Cappuccino möchte, wie weit man die Milch einfüllen darf. Da braucht man also nicht extra noch einen Messbecher. Sehr praktisch. Wichtig, wenn man Cappuccino machen möchte, ist die Tatsache, steht auch groß oben drauf auf dem Cappuccinatore, for Cappuccino press down. Also runterdrücken das Ganze. Ich versuche das jetzt mal. So. Man muss natürlich die richtige Platte nehmen, sonst wird das heute mit dem Kaffee nichts. Jetzt brennt's. Wichtig, die Flamme sollte nicht über den Boden der Maschine hinausgehen. Also in der Regel so kleine Flamme, mittlere Flamme reicht völlig aus. Man sollte sie so lange auf Gas laufen lassen oder sage ich jetzt mal mit Hitze, bis sie aufhört, Stimmen zu machen. Was gleich der Fall sein wird, nämlich jetzt. So, das wäre jetzt mal der Milchschaumtest mit Haarmilch. 3,5% im Übrigen. Wir können es uns erlauben. Ja, im zweiten Versuch geht es jetzt weiter mit laktosefreier Milch. Bin selber mal gespannt.
Also bis hierhin gibt es keinen Unterschied, aber entscheidend ist ja, was hinten rauskommt. Also schauen wir mal, wie es in der Tasse aussieht. Sagt die Fachfrau. Also von der Konsistenz her tut sich mal die normale Haarmilch mit der laktosefreien nix. Jetzt testen wir mal, wie es so schmeckt. So, also der Geschmackstest ist eigentlich gleich. Ja, das war unser kleines Special zur Bialetti Mucca, zu unserem Kaffeebereiter, den wir hier im Avanti dabei haben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen kleinen Daumen nach oben da. Und ja, wir sehen uns dann bei einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!